Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute gibt es das Schatten-Dschungel-Event in Pokémon Go. Es startet heute Dienstag, den 22. März um 10 Uhr Ortszeit und geht bis Dienstag, 29. März, 20 Uhr Ortszeit. Zu diesem Event werden drei neue Pokémon veröffentlicht. Imantis, dieses kann man weiterentwickeln zu Mantidea, und Capufalla in den Fünfer-Raids, ein legendäres Pokémon. Imantis ist ein Pflanzen-Pokémon und erinnert an eine Gottesanbeterin, um genau zu sein, sogar eine Orchideen-Mantis. Mantis ist einfach nur der wissenschaftliche Name einer Gottesanbeterin. Das heißt, der Name kommt auch quasi daher, also der Name von Imantis ist zusammengesetzt aus Imitieren und Mantis. Und Mantis, wie gesagt, ist der wissenschaftliche Name für eine Gottesanbeterin. Ich denke, diese Gottesanbeterin kommt ein Imantis sehr ähnlich. Es sieht einfach aus wie eine Gottesanbeterin in Blütenform. Ob es sich lohnt, Mantidea zu pushen, erkläre ich euch dann im späteren Verlauf des Videos. Um ein Imantis zu Mantidea entwickeln zu können, braucht ihr 50 Bonbons und es muss klares Wetter herrschen. Damit ist das die zweite Entwicklung, die wetterbedingt ist. Wobei man sagen kann, Viscargot zu Viscogon kann man aber auch an Regenlock-Modulen weiterentwickeln. Man muss also nicht immer auf Regen warten. Ein weiteres Highlight in diesem Event ist, Shiny Waumball wird veröffentlicht. Richtig genial, kann man natürlich auch zu Elfan weiterentwickeln. Sieht echt wunderschön aus und ich freue mich schon, dieses jagen zu können. Da gibt es nämlich ein besonderes Event dazu. Kommen wir nun zu den Pokémon, die in der Wildnis erscheinen. Da haben wir Safkorn, Paras, Owei, Huthut, Mogelbaum, Imantis, Castadur und mit etwas Glück Pinsir oder Baumboll. Das Event ist wohl für Imantis gemacht worden, weil Imantis, sein Lebensraum, ist im Schattendschungel. Passend zum Event gibt es natürlich wieder Raid-Bosse, Feldforschungen an Pokestops, eine Spezialforschung und eine befristete Forschung. Und es gibt ein besonderes Event, und zwar das Rampenlichtwochenende in Parks. Das findet am 26. März 10 Uhr Ortszeit bis 27. März 20 Uhr Ortszeit statt. Und theoretisch sollte das bedeuten, dass ihr in Parks, also dunkelgrüne Flächen in Pokémon Go, zu 90% nur Waumball dort findet. Das wäre super genial. Ich freue mich schon riesig drauf, das zu erforschen. Ich werde auf jeden Fall einen Livestream auf YouTube veranstalten zu diesem Event. In den Einser-Raids werden Knofensa, Tangela, Stravickel oder Waumball auftauchen. In den Dreier-Raids Smetbo, Giflor, Parasek, Kokowai. In den Fünfer-Raids haben wir Capufalla. In den Mega-Raids haben wir Mega Glurak Y. Bei den Dreier-Raids kann man auf jeden Fall sagen, sie sind alle solo sehr leicht machbar. Also keine große Herausforderung für Leute, die einen Nervenkitzel suchen. Mega Glurak Y kann man zu zweit machen und Capufalla kann man auch zu zweit machen, aber zu zweit ist mega schwer, zu dritt ist schwer und zu viert ist mittelmäßig. Erst ab 5 oder mehr wird es leicht. Capufalla ist von Typ Psycho und Fee. Somit hat es die Schwächen Stahl, Geist oder Gift. Das heißt, die besten Konter sind Metagross, Skelabra, Giratina, Hooper, Dialga oder Genesect. Als Mega-Pokémon könnt ihr Gengar, Bibor oder Aerodactyl verwenden. Ich finde hier Bibor am besten und vergesst nicht, bei Bibor kriegt man die Energie ja kostenlos an fast jeder Arena, wenn ihr daran dreht. Natürlich müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, wie zum Beispiel, ihr habt schon mal einen Mega Bibor entwickelt, ihr habt nicht 2000 Mega Energie, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Mega Energie bekommt, ist nicht besonders hoch, aber immerhin, mittlerweile wird sogar angezeigt, ob ihr Mega-Energie erhalten habt beim Drehen oder nicht. Die drei besten Krypto-Pokémon sind Metagross, Mewtwo oder Sherrox. Habt ihr den Raid-Boss besiegt, kommt ihr in den Fangmodus. Im Fangmodus könnt ihr dann erkennen, ob das Pokémon ein gutes ist anhand der WP. Hat es ohne Wetterboost 1996, wird es ein 100er sein. Und mit Wetterboost hat es 2496. An den Pokestops gibt es eventexklusive Feldforschungen. Da haben wir Fange 5,
Pflanzen-Pokémon für Owei, Sonnenkern, Samurzel oder Castadur. Da finde ich Samurzel eine super Niete, weil das Pokémon war schon mal in einem C-Day. Da hätte ich mir gerne das Ganze wenigstens ohne Samurzel gewünscht. Fange 5 verschiedene Pflanzen-Pokémon, ist dann Baumball. Benutze 3 Beeren zum Fangen von Pokémon, ist entweder Raupi oder Baumpel. Benutze 10 Beeren zum Fangen von Pokémon, ist Imantis. Benutze 15 Beeren zum Fangen von Pokémon, ist Parasect oder Paras. Laufe 1 Kilometer für 2 Sananabären oder 3 Himibären. Dieses Mal wurde nicht gesagt, welche Aufgabe davon selten ist. In Pokémon Go herrscht gerade die Jahreszeit Alola und deswegen bekommen wir die Spezialforschung für die Insel Akala. Bei dieser Spezialforschung gibt es die Pokémon Imantis, Pikachu, Parasect, Marmolida, Alola Knogger und Alola Dicta. In dieser Forschung gibt es eine Menge Bälle und Beeren für das Event. Denkt dran, für diese Spezialforschung habt ihr unendlich viel Zeit. Eventuell solltet ihr euch dann mehr auf die befristete Forschung konzentrieren. Die befristete Forschung findet ihr im Heute-Tab, sobald das Event gestartet ist. Als Pokémon bekommt ihr Kinoso, Endivier, Knofensa, Duflor, Champion, Knilz, Paras, Sonnenkern, Igamaru und Imantis. Besonderes Item in dieser Forschung ist das Moslock-Modul ganz am Ende. Kommen wir nun zum Nutzenfaktor der neuen Pokémon in Pokémon Go. Mantidea kann man in PvP verwenden und in der Superliga ist das Pokémon auf Platz 28. Dazu braucht ihr die Attacken Zornklinge, Laubklinge und Kraftkoloss. Wenn ihr ein richtig gutes in der Liga verwenden wollt, braucht ihr einen Rang 1er auf Level 23,5 mit den Werten 0, 15, 15. Mantidea ist auch in der Hyperliga vertreten und zwar auf Platz 70 mit denselben Attacken. Hier werden aber XL-Bonbons benötigt. Wenn ihr ein richtig gutes haben möchtet, dann braucht ihr das Pokémon auf 49,5 mit den Werten 0, 15, 15. Mantidea ist in Raids leider nicht geeignet. Als Pflanzen-Pokémon ist es auf Platz 20 gegen Welzer. Capofalla in Raids sieht leider sehr, sehr schlecht aus. Das Pokémon ist gegen Mega Logok auf Platz 25 mit Konfusion und Psychoschock. Und gegen Mega Bisaflor ist das Pokémon mit Konfusion sehr auf Platz 28. Es gibt also viele, viele andere Pokémon, die besser sind als Capofalla. Vor allem habe ich hier Krypto und Mega-Pokémon schon rausgenommen. Das heißt, sonst sieht man Capofalla gar nicht in diesem Ranking. Capofalla ist im PvP-Ranking auf Platz 77 in der Meisterliga, also mit XL-Bonbons und ihr braucht da ein 100er. In der Meisterliga Classic, also nur bis Level 40, ist es leider auf Platz 103. Die restlichen Cups sind nicht zu empfehlen, da ist Capofalla entweder auf Platz 420 oder gar nicht erst vorhanden. Diesen Freitag am 25. März um 19 Uhr findet wieder ein Livestream auf meinem Twitch-Kanal statt. Dieses Mal werde ich eine Verlosung starten, weil ich auf Twitch die 3000 Follower erreicht habe und das wollen wir auch gemeinsam feiern. Es wird wahrscheinlich ein Poster vom 5. Jubiläum geben mit meinem Autogramm und wahrscheinlich noch weitere Gewinne. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und daran teilnehmt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir, wie zum Beispiel mein Twitch-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Batsch!